Herzlich willkommen bei Sanctum. So schön, wie es im Himmel aussieht, wo ich gerade hingucke, sieht es natürlich hier unten nicht mehr aus. Hier sind alle möglichen Kampfmaschinen aufgebaut und der Silbernitrat springt hier auch rum und irgendwo müsste auch der Mad-Eye stehen. Genau. Hallo. Hier. Ich bin am Feiern mit mir selber. Allerdings, mit der großen Hand. Was machst du denn mit deiner Hand da eigentlich gerade? Was hältst du denn da? Der will was bauen. Mein Fantasiepenis. Du bist aber eine Frau, das ist hier schon klar. Eben drum. Na gut, ich bin ready. Ich auch. So, wo kommt zuerst was raus? Hier. Kommt der Oberheim. Ah, da kommen diese hier, die Dinger. Die müssen eigentlich mit dieser hier sehr gut zu ackern sein. Oh! Die neue Schrotflinte ist saugeil, finde ich. Oh, ja, krass. Da hinten kommen welche auch. Ganz die viele. Die haben da einige. Ins Alien-Nest geschmissen, die Schweine. Bin gestorben. Und einige, liebe Leute. Ja, ich merke es gerade, das sind viel zu viele. Wie kommen denn da, ey? Was ist denn mit den Minendingern? Könnte ich mir Minen machen? Können wir nochmal nehmen und platzieren eigentlich am besten. Ja, mach mal. Ich? Ja. Ausgerechnet. Aber es ist zu spät. Es sind diese schon draußen. Sind sie schon aus dem Pit. Wie lege ich die Bienen? Also. Mit F. Ich bin schon halb tot. Nee, mit F nehmen mich und auf. Dann... Ich bin tot. Ich bin in dem Ding drin gewesen. Mellai, du schaffst das. 4 Sekunden noch, dann sind wir da. 2, 1, du schaffst das, Mellai. Die kriegen alle 2000 Schaden, wenn sie den Dings angreifen. Ja, macht nur. Oh, wir haben ja noch hier so Oberhainos mit dem großen Gehirn. Ja, Gehirnhainos. Achso, ich hab's jetzt auf der mittleren Maus. Schon ein bisschen was. Das stimmt. Oh, der hat noch richtig viel, der Typ hier. Ja, der kriegt auch, zieht immer gar nichts ab, ey. Ja, der hat 500, also er hat eine halbe Million Hitpoints, der Typ. Ah. Ja, jawohl. So, wie geht's sieht unser Kern aus? Oh, ich sehe da Monster kommen. Böse Monster. Böse Monster. Ja, jetzt können wir wieder ein bisschen was bauen. Wir müssen jetzt ein bisschen, ich glaube, wir haben zu viele Minenwerfer gebaut. Wir müssen ein bisschen mehr Schadenstower bauen, weil sonst bringt das ja nichts. Jetzt kann man die nicht ernten, ne? Doch, jetzt kannst du die auch ernten. Lass doch die Minen, bevor die wegmacht, die Minen nochmal da runternehmen. Ist die Frage, ob die dann auch bleiben, aber ich lass den mal hier stehen. Ja, Schaden, da sagst du was. Rumpel, da sagst du was. So, boah, mir geht's ganz hier kannst du mal aufwerten. Ah ne, warte mal, den wollte ich ja nicht bauen hier. Den, das ist ja Blödsinn. Gibst du mir nochmal ein bisschen was von deinem Money? Ja, erlangt schon. Ich wollte hier nämlich noch so einen hier hinbauen. Das lohnt sich. Ach so, ich habe auch noch Geld, ne? Also ja, hauen sie alles her, was du hast. Was du hast. Wo seid ihr denn? Da ist das ein Rumpel. Und es kommen halt jetzt auch Flugmonster. Flugmonster und zwei Arschkrampen. Die drei. Drei Stück, komm. Haben wir denn noch von den Minenproduzierdingern was? Nee, ne? Ich könnte noch eine bauen. Ich baue mal ganz am Anfang noch eine, dann können wir die. Du kannst ja auch noch hier, wir können auch noch hier so Gatlins, also diese Schussdinger hinbauen. Dann greifen die nämlich auch die Flugechsen an. Ich baue noch eine. Hier, was kommt denn? Warte, ich guck doch mal, kann man die. Werden die benannt auch? Oder muss man das. Wie meinst du benannt? Also es kommen 3 Riesenkakerlaken. Und dann so. Arschkrampen? Viecher. Das sind 8 Flieger. Das sind die Arschkrampen. Nee, das sind die Flieger. Nee. Die 8 Flieger, doch. Und 3 Arschkrampen. Und die 40. Die 40 auf der anderen Seite, ich weiß gar nicht, ob wir die schon kennen. Doch, ich glaube, die waren ganz fies. Die sind so wie. Die explodieren, geil, wenn die dich berühren. Und dann bist du mehr oder weniger davon tot. Davon kommen 40. Schön. Also da müssen wir mit Granaten rein. Ich bin bereit. Wo kommen die zuerst? Ihr seid natürlich ein auf der anderen Seite. Volk. Das macht Spaß. Ah, da kommen die Arschkrampen. Oh ja, die explodieren richtig böse. Ah, dann nehmen wir erstmal die kleinen hier, ne? Ah, die hätte man Minen bauen müssen. Aber die kommen hier nicht durch, das ist ganz gut. Ach, der ist schon. Und die Flieger sind ja auch noch da, ich vergaß. Ich kümmere mich ein bisschen um die Arschkrampe. Du bearbeitest schon mal eine Arschkrampe? Sehr gut. Ich mach die kleinen, die 40 Ich kümmere mich um die Flieger. Wuhu! Ach so, warte mal.
Wie funktioniert denn das mit dem... Oh, scheiße! Wie funktioniert was? Oh! Was? Ich hänge... Oh, oh, da muss man aufpassen, die kommen auf einen zugelaufen! Ja, diese Terrorvideos, so das sind voll... Das sind voll Assis, ey! Ja, ja. Das gibt's doch nicht! Wie unverschämt! So, ich glaube, alle anderen sind jetzt weg, ne? Ah, ne, da ist noch ein Flieger. Ich kümmere mich jetzt schon mal um die Erste. Oh. Die Großen, die können wir jetzt beackern, ne? Ja. In den After! In den After! In den After hinein! In den roten After! Auf dass die Rosette blute! Verstehe nicht, dass du kein Karnevalsjack bist. Verstehe ich auch nicht. Was denn? Ey, sag mal, wieso, was ist mit meinen Granaten los? Eieiei, warum sterben die nicht? Aber jetzt der Erste stirbt. Der nimmt die aber auch gerne in sich auf. Der Zweite stirbt auch. In den After. Die haben übrigens das Vagina-Zeichen am Arsch. Ich weiß auch nicht, was das bedeuten soll. Mhm. Ich glaube, das sollten wir doch jetzt hier erledigen können, den ganzen Spaß. Da kommt ja noch eine. Die hatten doch nur zwei versprochen gehabt. Nee, drei. Sehr schön. Situation cleared. Wir brauchen ein neues Thema von Meow Eimer Cat. Meow Eimer Cat. Genau. Und zwar Hype. Ganz allgemein als Thema. Vor- und Nachteile. Wann sollte Hype für ein Produkt erzeugt werden und auf welche Weise? Don't believe the Hype. Nicht? Warum nicht? Ja, nicht immer. Nicht immer. Nein, Hype ist natürlich wirklich eine Sache, die durchaus häufig vorkommt momentan, ne? Ja. Muss man ja sagen. Ja, ja. Wenn man jetzt allein schon einen YouTube-Channel anguckt, allein dieses ganze YouTube-Thema an sich ist ja schon ein Hype, von dem ich und andere durchaus auch profitieren. Oh. Ich rumpel, bau. Ich habe alles gebaut, fast schon, was ich kann. Achso, ich habe jetzt ein Element über. Hier fehlen noch 10. Simulidrat, hier, schnell! Oh, wo bist du? Nein, spät. Gegner am Anmarsch. Ah, nicht schon wieder die. Das sind auch wieder die Arschkrampen. Ich glaube, um ein Produkt mittlerweile überhaupt noch in die Öffentlichkeit zu führen, musst du es immer so anhypen. Das finde ich halt relativ furchtbar, aber es ist ja so. Also, Menschen bekommen es schon offensichtlich gar nicht mehr mit, wenn es nicht... Wird's total nicht gehypt mega wird. Beworben und also es ist das Geilste von der ganzen Welt. Ja. Was es meistens nicht ist, aber... Es ist eigentlich sowieso nie. Also irgendjemand, der sagt, es ist das irgendwas der ganzen Welt, er hat sowieso schon gelogen. Ja, das... Oh, hier sind wieder die scheiß Explodierer. Nein! Ich hab sie weggemacht. Irgendeiner muss sich mal um die Flieger kümmern. Wo sind die denn? Die sind alle tot schon. Hab ich ja alle tot. Ah, sehr gut. Oh nein. Haben wir denn Minen eigentlich ausgelegt neu? Ja, ich habe ein paar ausgelegt. Nicht jetzt total viele, aber schon einige. So, ich gehe mal auf den großen hier, auf den After wieder. Den Aftermann. Ja. After Earth. Der erste ist down, der ist down! Boah, und jetzt hinterher. Boah, die haben gar nicht so viel, aber die haben nur so eine ganz kleine Fläche, wo die zu treffen sind, ja. Aber dann man kann relativ nah rangehen, ohne dass was passiert irgendwie, ne? Ja, die sind ungeschützt. Ungeschützt. Ey, ja. Wenn die jetzt Blähungen hätten, ne, dann wäre es echt unangenehm. Weg. Down. Sehr gut. War's hier gewesen. Das läuft doch, das läuft doch, Leute. Was war denn jetzt als letztes für Hypes? Was gab's denn für Hypes? Lass uns mal zusammenfassen. Oculus Rift. Bitte auch in die Kommentare schreiben, ja. Hypes. Oculus Rift war ein Hype für dich? Es war aus meiner Sicht natürlich auch ein berechtigter Hype. Wird sich natürlich zeigen, wenn es draußen ist, aber natürlich hat es, ging es durch alle Magazine, es ging durch alle großen Medien, es ging durch den Spiegel Online, also es war wirklich überall. Das würde ich schon sagen, es ist ein Hype, wenn es in allen Massenmedien zu finden ist. Auf jeden Fall. YouTube an sich hat ja auch einen Hype, muss man ja durchaus sagen, und auf YouTube gab es immer mal wieder Hypes, also sowas wie der Hype im Hype. Ja, so ein bisschen. Also YouTube ist ja nur die Plattform, die dann die Hypes vielleicht teilweise mit auslöst. Aber ich würde schon sagen, zum Beispiel dieses, wie hieß es noch? Also dieses Selfie-Ding war auf jeden Fall ein Hype. Ja. But first, let me take a selfie, den wir natürlich auch mitgefeuert haben, durchaus. Okay. Dann hatten wir nochmal 8. Ah ja, hast du aufgehoben. Ja, sehr gut. Ja, habe ich schon gesehen, ja.
Achso, wie hieß denn das andere noch? Hier, dieses Tanzding. Ach ja, Gangnam Style. Gangnam Style war auch ein Mega-Hype, oder? Ja. Meda, hier könntest du nochmal gerade was hinbauen, bitte. Wenn ich nur wüsste, wo du stehst. Hier. Hallo, ich springe gerade in die Höhe. Hier stehe ich. Hier stehe ich. Meda, hier. Hier. Ganz hinten. Silber, hier, ich sag ja hier, nicht dort. Guck mal, hier. Ich führe dich mal hin. Da. Da. Krass, ja. Hab's nicht gesehen. So, hier bei diesem Ding hier. Soll ich da hinbauen? Upgraden. Ach so, sag das doch. Abhypen. Dankeschön. Aua. Die haben echt eine große Reichweite, diese Dinger hier. So, haben wir Minen ausgelegt? Sind die schon alle weg? Ich hab Minen ausgelegt, ja. Sehr gut. Ja, das passiert, Rumpel, das passiert ganz gut. Oh, du hättest noch zwei von diesen Bauelementen. Oh, richtig. Wo bist du denn? Ah, der passt nie auf. Vorsicht, Medai, da wird gebaut. Kaboom. So, dann hätten wir auch die Elemente jetzt hier tatsächlich alle verbaut, die wir nehmen konnten. Ich glaube, wir haben jetzt alles. Nee, wie hieß denn dieses, Ach, das mit dem Fuchs. Das war auch ein Hype, stimmt. Ah, ja. Ey, dir fallen lauter Hypes ein, aber das ist nie das, ist nie der Hype, den ich meine. Verdammt. Diesen Tanzhype mit dem Typen, der immer sich in Urlaub gefilmt hat. Nee, wo dann irgendwie eine Gruppe erstmal so einfach steht und dann ist so ein Schnitt und dann tanzen alle ganz verrückt. So. Oder das mit dem diesem My First Kiss. Ach ja. Die Leute, die sich zum ersten Mal küssen oder das gar nicht kennen und dann küssen. Ja. Mhm. I'm all set. Ich hab so die Verarschung. Was geht schon los? Und lustigerweise, so ein Hype löst ja dann immer gleich wieder so einen Gegenhype aus. Von irgendwelchen Verarschungsvideos, die sich einfach dann da dranhängen. Ja. Zum Beispiel dieses Kussvideo gab es auch irgendwie. Ich glaube, diese Verarschungsvideos sind so ein ganz gehöriger Bestandteil davon. Hier. Nee, ich dachte schon, das wäre ein Zerstörer. Oh, schade, jetzt hat er mich runtergehauen. Ich hatte eine ganz gute Position da oben, muss ich sagen. Ich kümmere mich diesmal um die Flugecken hier, ja? Ach, sind da noch welche? Ja, ich da gibt es eine Haufenweise noch. Ah ja. Ah. Harlem Shake! So hieß das Scheißding! So ist es! Oh. Kurzzeitgedächtnis, Alter, alles noch gespeichert. Aber wirklich, ich habe Alzheimer, glaube ich. Ich spiele ja gerade Ether One. Ether One zum Beispiel ist ein Spiel, was natürlich kein Hype hervorgerufen hat. Und da geht es um Demenz. Manchmal kriege ich da Angst. Ja. Was man da sieht. Naja, genau. Boah, den nehme ich mir vor. Aber ist den Hype, Brainbug. Ist es dann auch was Gutes Hype oder ist es eigentlich... Ich glaube schon, weil sowas wie zum Beispiel der Atomausstieg damals, als Fukushima passiert ist, das war auch eine Art Hype. Würde ich auch als Hype bezeichnen, oder nicht? Du nicht? Ja. Klar, das war auch ein Hype. Plötzlich waren alle für den Atomausstieg. Selbst die Merkel war dafür. Wenn das mal kein Hype ist, dann weiß ich auch nicht. Übrigens ja auch so eine Sache, die sehr typisch für einen Hype ist. Es ist eine Zeit lang total interessant und dann versinkt es total im Desinteresse. Und das ist bei diesem Atomausstieg ja auch so ein bisschen der Fall, muss man sagen. Das stimmt. Ja, aber in Deutschland vor allem, haben sie wieder anfangen abgeschaltet, wollen. Ne? Haben sie? Ich meine schon. Also ich dachte, die Verlängerung wäre nicht passiert, aber... Genau. Und abgeschaltet sind sie auch, aber jetzt noch ist der Rückbau, wird es wieder, glaube ich, diskutiert, ob man sie vielleicht doch wieder anschmeißt, eventuell sehr irgendwann. Gut. Hype und Gegenhype. Ja, ja. Übrigens ist es immer ganz gut, diese Minen zu platzieren, wo auch Türme sind, weil die verlangsamen die Mine und dann haben die Türme mehr Zeit, Schaden zu machen. Ey, aber es sind keine Minen mehr da. Nee, ich habe jetzt auch schon eine gebaut. Was gab's denn noch für Hypes? Ich finde das ein tolles... Weißt du, was ein lustiger Hype war? Nee. Also im Nachhinein lustig. Das war diese Tamagotchi-Scheiße. Ja. Von ganz früher. Ja, das war mal ein merkwürdiger, lustiger Hype irgendwie. Letztens war bei der Big Bang Theory, da hat Sheldon tatsächlich nochmal sein Tamagotchi rausgeholt. Echt? Ja. Sheldon hatte auch einen Tamagotchi? Ja. Schwer enttäuscht. Wieso? Das war doch klar. Dass Sheldon Tamagotchi hatte? Ja, sicher. Hey, wie verstehe ich das hier noch? Scheiße, und ich schieß daneben, Mann. Nicht.
Oh, da ist ja einer. Au! Boah, immer 700, das ist schon ganz okay. Oh, Stei, son of a bitch! Whoa. So, jetzt komme ich mal zu euch. Wuhu! Bam, bam, bam! Boah, aber ich mache mit jedem Schuss mache ich hier 6000 Schaden. Bestimmt, ja, aber es war ich, hat der geholfen. also Schuhwerk, ist, da gibt's auch quasi Hypes. Ja, generell mit Markenklamotten, aber ich finde, das sind ja nicht so richtige Hypes, oder? Das sind nicht so ganz schnelle Sachen, die entstehen und wieder vergehen. Das dauert immer so ein bisschen mehr, finde ich. Und die halt auch wirklich überall auf der Welt zu finden sind, in allen Massenmedien, nicht nur in den Nerd-Kreisen. Weil es ist beim Mode natürlich nicht der Fall. Also hier, bei Spielen gibt es auch Hype. Also ich meine, sowas ja. Wie GTA 5 war auf jeden Fall auch eine Hype. Ja. Für mich. Oh, wir sind hier, haben also, alles schon voll vegane Cafés sind in Berlin auch ein Hype. Aber ich kann überhaupt gar keine Türme mehr bauen, obwohl ich... Nee, wir haben 15 von 15 Türmen da unten gebaut. Wo siehst du das jetzt 15 von... Achso, da, ja, verstehe. Also wir können jetzt nur noch die bestehenden upgraden. Ich kann jetzt noch mehr Minen hier also bauen, hier habe ich noch einen gesehen gehabt, der hatte irgendwo zwei. Genau hier, der am Anfang. Der hatte nur zwei Türme. Ja. Stimmt, man holt dann immer zwei Minen, ne? Ja, es kommen immer mehr Minen raus aus dem Ding. Aber wir haben ja schon fast alles abgegradet, oder? Ja, nee, da ist noch einer. Den Rest kannst du überchargen dann machen die noch mehr. Machen die noch mehr Schaden. Hier ist noch einer, den baue ich jetzt noch mal ganz kurz aus. So. Welchen denn? Den hier hinten. Hast du genug? Ja. Ich habe keinen Cent mehr. Ich hab noch wir 50. Könnten auch, wenn wir wollten, die Folge an dieser Stelle. Yeah. Nee, wir das enden. War aber jetzt noch zu Ende. Das ist ja nur noch die. Wir haben noch zwei Wellen. Noch zwei Wellen. Hier. Oh, dann hier brauchen wir noch 10, aber haben wir nicht. Sehr lange Folge. Ja, wieso? Wie haben wir denn jetzt schon? 16 Minuten und ich spreche, als hätte ich hier irgendwas Wichtiges erfunden und entdeckt. Habe ich auch. Ich werde sterben. Ich bin bereit. Ich auch. Hörst du jetzt, 16 Minuten geht ja noch. Wir wollen ja so 20 Minuten anpeilen ungefähr, oder? 20 Minuten? Ich höre mal 20 Minuten. Außerdem haben wir noch lange nicht alle Hypes durch. Gronkh ist ein Hype. Nicht? Der würde ich fast sagen, ist schon kein Hype mehr, weil das irgendwie so lange ist schon. Also für mich ist ein Hype dann doch irgendwie was irgendwie schneller vorbei ist dann. Was sind das für Riesenviecher hier? Katzenvideos sind Hype. Oh ja, aber die sind auch schon lange Hype. Und auch schon lange vorbei gehypt. Ja. Schlecht. Ah, das war ja ein geiler Schuss. Was ist los? Oh, scheiße. Ich muss stiften gehen. Oh. Das macht richtig Laune, das Spiel. Ja, aber jetzt geht's gerade gar nicht gut. Ja, aber das macht richtig Laune. Laune, gute Laune. Scooter war man halt. Sven, Hyper, nee, Sven Fett war das doch. Sven Fett. Sven Fett, der Typ, der mit den... Gute Laune! Oh, Schlägerei hier. Gute Laune! Kannst du den... Diese eine Webpage, wo man so Samples von Sven Pad immer abspielen konnte. Gute Laune! Da war auch berechtigter Hype, der Sven Pad. So, wo haben wir noch? Nur noch diesen Dicken hier. Einer, den, ja. Welle geschafft. Nice. Da hatten wir es aber auch noch? Schon heißer, ne? Es kommen 6 neue Monster, die ich nicht kenne, glaube ich. Ne, den 6er, den hatten wir schon. Den 10er hatten wir noch nicht, glaube ich. Ja, genau. Auf der anderen Seite ist es dann der 6er. Also der kommt zweimal aus beiden Seiten, was auch immer es sein mag. Ist ja unangenehm. Jetzt müssen wir noch upgraden. Oh, ich will aber trotzdem, ich will noch ein paar mehr Türme bauen. Wir haben so viele Slots 15, ja. Kaum Türme. Wir können es overchargen. Sollen wir jetzt overchargen? Ja, die kriegen ordentlich Schaden pro Overcharge. Ich glaube, das Ding ist schon geovercharged bis zum Anschlag. Bis zum Max. Ja, Max. Total Max. Gab's da nicht mal einen Song von Prince? To the Max. Total Max? Ja, Total Max. Ah, ich sehe schon. Und hier ist ein alter Funker verloren gegangen. Von wegen Hip-Hop und so. Ja. Alles gelogen. Meta hat immer noch 300. Overcharge mal irgendwas. Ja, ich suche ja was zum Überchargen. Irgendwas, was viel Schaden produzieren kann. Oh, guck mal hier, den kannst du noch aufrüsten. Wieso ist denn der immer noch nicht aufgerüstet? Hier brauchen wir noch eine 10 zum Ausrüsten. Wir brauchen 10, 3. 10er.
Aber jetzt hab nichts mehr. Sorry. Nein. Alles ausgegeben. Ausgemaxt. Das war doof jetzt. Na gut, egal. Dann würde ich sagen, letzte Welle. Es ist die letzte Welle. Das heißt eigentlich die perfekte Welle, ne? Ja. So, jetzt bin ich gespannt auf diese, was sind das? Die sehen aus wie Triceratops. Okay, get ready. Haben auch guten Sound. Oh, die sind schnell. Die sind ganz, ganz schnell. Das ist ganz unangenehm. Ja, ja, die sind sehr schnell. Die laufen richtig. Haben auch nicht so, Gott sei Dank, nicht so wahnsinnig viel. Oh, krass. Die schießen. Die haben so kleinen, kleine rote. Was war das denn jetzt? Meine Mine, die ich reingelegt hatte. Ach so, deshalb. Boah. Und die Fliegenden kann man nur von hinten gut erledigen. Die haben hinten ihre Öffnung. Ah, stimmt. Ihre Öffnung. Eieiei. Einer ist weg. Oh, jetzt muss ich mich doch um die kümmern. Sehr gut. Ah, unsere Türme machen aber ihre Arbeit gut, muss ich sagen. Da hat sich die Ausgabe gelohnt. Ah, Alter, wo bin ich? Wo bin ich? Krass. Irgendwie haben die, ja, die haben mich rausgekickt. Eieieiei. Boah, jetzt geht's aber echt ab hier. Jetzt rumpst in der, im Karton, aber genau das mag der Silbernitrat. Ja. Und eigentlich der Rumpel eigentlich auch, muss ich sagen. Und der Mäder, der geht über Kaffee holen. Ja, der macht Sightseeing, wissen wir doch. Sightseeing-Beauftragter. Oh, sehr gut. Scheiß Laserviech. Oh, was? Ach, das ist der Turm hier gewesen. Ach, der Pump ist auch weg? Sieg. Juhu! Der Pump ist anscheinend auch weg. Aber es war tatsächlich easier, als ich gedacht habe, muss ich sagen. Wir haben... Wie viel haben wir denn noch bei unserem Kern gehabt? Wie viel hatte der noch? Eigentlich nur einen kleinen Angriff gehabt vielleicht. Und der musste doch geheilt sein durch die unglaubliche... Locker. Diesen unglaublichen Perk, den der Mad-Eye hat. Ich bin auf Stufe 7 jetzt inzwischen. Ich auch. Ich auch. Ich habe ein neues Ding unlocked. Habt ihr noch weitere Hypes? Schreibt sie uns in die Kommentare. Und was würdet ihr sagen, was wäre gut, wenn man ein Hype ist? Also es gab ja auch diese Gesundheitswelle, Biowelle. Das ist auch so eine Art Hype, würde ich mal sagen. Und ich muss mich tatsächlich vielleicht ein bisschen korrigieren. Ich würde sagen, nicht alle Hypes müssen schnell sein. Es gibt durchaus auch Hypes, die länger anhalten, wie eben diese Biowelle. Ja. Aber die Entstehung ist vielleicht ein Hype und dann gibt es halt Sachen, die schnell wieder abflauen und andere, die halt bestehen bleiben. Könnte man das sagen? In Berlin bist du auch schon längst nicht mehr cool, wenn du nicht Veganer bist. Ja? Und wenn du Veganer bist... Ich war mit dir aber in einem vegetarischen Burger-Restaurant, das war ganz gut bei. War gut, oder? Das war super. Die waren super. Ja. Das hört sich aber immer trotzdem, noch so an. Trotzdem, wenn du mal wieder hier bist, gehe ich mit dir zu dem anderen und der ist immer noch besser. Ach, Quatsch. Doch, wirklich, der ist besser. Ja, ist gut. Nein, da bin ich dabei. Genau, vielen Dank, Mau, I'm a Cat, für das Thema. Und bitte schreibt uns gerne neue Themen auf sergeantrumpel.de. Könnt ihr das machen, wenn ihr auf Community klickt. Da seht ihr eine Box, wo ihr ein Thema eingeben könnt und abschicken könnt. Wir sehen uns wieder in einer der nächsten Folgen bei Sanctum 2. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.